Hallo und willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Und das in einer fantastischen Welt. Und ich kann ganz viel Kritik an dem Spiel hier äußern, ne? Aber, es fühlt sich rundum nach Elder Scrolls an. Es fühlt sich echt rundum nach Elder Scrolls an. Und, ich habe schon mal gesagt, das Beste ist, ja, ich kann ganz Tamriel bereisen. Wahnsinn. Oder? Wahnsinn. Ich meine, ganz Tamriel. Was müssen wir mal abmachen? Wie geht's denn überhaupt hier weiter? Wir sollen irgendwelche Abscheulichkeiten umbringen. Na dann. Zack. Unseren Streitkolben raus und dann zur Einstimmung mal so einen Blutdorn-Kultisten herholen. Upsa! Und? Alles klar, Junge? So, wir müssen. Das nützt dir nichts, mein Freund. Ich brauch dich eigentlich gar nicht mehr. Du hättest leben können. Wartet. Ich hol dich. Was mit dir? Aha. So, ich will nämlich eigentlich. Ja, wohin? Das ist die Frage, ne? Wohin müssen wir hier rauf irgendwie? Aha! Das sieht nicht gut aus. Versuchen wir hier vorbeizukommen. Und, ja, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ah, hier! Verdammt! Wo ist der? Es sei dir. Weiter. Einer weniger. Wo? Hier. Gut. Also weiter. Dort drüben. Ein weiteres Portal. Und der Star, was bringt er mir diesmal? Nein! Lasst mich in Frieden. Ich hab keine Zeit. Jetzt ist er fort. Verdammt. Verdammt noch eins. Nun gut, auf zum nächsten Portal. Was auf meinem Weg liegt, nehme ich mit. Wo ist der? Komm her. So, weiter, da oben. Das nächste Portal. So, den Stab von Arakai benutzen und da kommt er. Ein Dämon, ein Daedra. Es ist vollbracht. Trefft mich am westlichen Ende des Friedhofs. Am westlichen Ende? Ich bin unterwegs. Es ist vollbracht. Der Totenstab. Er hat seine Arbeit getan. Komm her! Aber die Abscheulichkeiten, sie sind noch da. Wo kommt ihr her? Verrückter! Untoter! Weiter! Da ist sie.
ist vollbracht. Die Pervertierung meines Volkes durch die Blutdornen ist beendet. Die verehrten Toten ruhen wieder in Frieden. Ich sehe noch. Eine Unmenge von Untoten. Ist die Gefahr wirklich gebannt? Der Kult hatte seine gesamte Kraft in den Abscheulichkeiten gebündelt. Nun sind sie Staub und Asche. Für uns ist die Bedrohung vorüber. Doch ihr seid immer noch in Gefahr. König Renwick möchte unsere Schulden bei euch begleichen. Sprecht mit ihm, erfahrt von eurer wahren Bedrängnis. König Renwick? Mit ihm soll ich sprechen als nächstes. Moment, ist das der König? Er sieht so aus, zumindest. Verdammt. Ihr habt meinem Volk seine letzte Ruhe wiedergegeben. Ich möchte meine Schuld bei euch begleichen, aber ich habe nur Informationen für euch. Am besten wäre es, wenn diese Untoten hier nicht mehr den Friedhof unsicher machen. Aber nun gut, was könnt ihr mir sagen? Die Wellenbrecher-Orks haben vor Generationen angegriffen. Ich weiß. Sie haben unsere Insel genommen. Unter ihrer Herrschaft wurde das, was wir Betonien nannten, zu Betnik. Ich weiß. Mein Versagen bei der Verteidigung meiner Leute war unverzeihlich. Doch wie ich versuchte, die Orks zu besiegen, war noch schlimmer. Moment, was habt ihr getan? Ich habe es mit Nekromantie versucht. Ein uraltes Aileiden-Relikt liegt auf dieser Insel begraben. Die Blutdornen gieren nach seiner Macht. Betretet das Portal neben mir. Ihr werdet meinen letzten Tag durch die Augen meiner Feinde sehen. Erfahrt alles, was ihr könnt. Dem Ork liegt ein guter Kampf und keine Nekromantie. König Renwick, was soll ich von euch halten? Moment, was ist hier los? Was? Moment. Grüße. Thargoth. Der Bretonenkönig hat sich noch tiefer in der Ruine eingeschlossen. Er bereitet einen bösen Zauber vor. Was geht dir vor? Moment, ich habe einen toten König gesehen. Sein Geist. Was für ein Zauber ist das hier? Ich weiß nur, dass die Magie, die er heraufbeschwört, unsere Armee niedermetzeln wird. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird jeder einzelne Ork hier sterben. Ich bin in der Vision. Tatsächlich. Nun denn, schließe ich mich euch an. Auch wenn es eine Vision ist. Meine Ork-Brüder und Schwester. Wie halten wir den König auf? Wir müssen erfahren, wie wir an den Feigenkönig herankommen und welcher Natur seine verdorbene Magie ist. Bringt die Gefangenen zum Reden. Wir haben ihre Besitztümer beschlagnahmt. Sie könnten Hinweise darüber enthalten, was sie wissen. Ich soll sie zum Reden bringen. Und wie weit soll ich beim Verhören gehen? Der Kodex von Mauloch ist unmissverständlich. Solange diese Bretonen ihrem König bei seiner üblen Magie helfen, bleiben sie unsere Feinde. Wenn ihr sie nur durch Worte überzeugen könnt, dann tut das. Wenn nicht... Das hört sich nicht ehrbar an. Lieber habe ich einen Kämpfer mit Waffe mir gegenüber. Wenn nicht, was dann? Dafür werden sie bluten. Ich habe einer Rake-Hexe diesen Talisman abgenommen. Haltet ihn gut fest und befiehlt einer der Wachen, ihren Gefangenen hinzurichten. Der Talisman wird die Seele des Toten binden und sie dazu zwingen, euch zu antworten. Ihr werdet aber nur eine Frage stellen können, Thargoth. Stellt also eine kluge Frage. Ich bin also Thargoth. Eine kluge Frage. Ich habe keine Ahnung. Zeugt das Ermorden unbewaffneter Gefangener von Ehre?
für mich nicht. Sie helfen Ihrem König bei seinen üblen Plänen, uns alle zu töten. Wenn Sie uns nicht verraten, wie man ihn aufhalten kann, wird seine Magie uns alle auslöschen. Wir sind im Krieg, Targoth. Tut, was getan werden muss. Der Kodex von Mauloch. Was besagt er nochmal genau? Stehlt nicht, greift nicht grundlos an. Kämpft mit Ehre, beschützt euren Stamm. So sieht's aus. Diese Bretonen behaupten zwar, sie hätten sich ergeben. Aber wenn sie sich weigern, uns ehrlich zu antworten, bleiben sie unsere Todfeinde. Malakat, er hat das gesagt. Das sind unsere Prinzipien. Danach leben wir. Seid gegrüßt. Seid auch ihr gegrüßt. Ihr, wie viel Blut wollt ihr noch? Moment, seid ihr Königin Nurise? Antwortet mir ehrlich und ihr bleibt am Leben. Lügt mich an und ihr werdet sterben. Ihr seid in mein Zuhause eingedrungen. Ihr habt meine Leute abgeschlachtet. Warum sollte ich euch helfen, Ork? Ihr werdet uns ohnehin alle töten. Sagt mir, gibt es noch vermisste bretonische Ritter? Ritter? Ihr meint welche, die ihr Orks nicht abgeschlachtet habt? Warum rede ich überhaupt mit euch? Monster! Ich werde nichts mehr sagen. Eine starke Frau. Ich habe Respekt vor ihr. Gewaltigen Respekt. Na, Henker. Wie lautet euer Wille? Lebt oder stirbt die Königin? Lass sie leben. Sie hat einen starken Willen. Nun denn, weiter. Zum Gruße. Auch ihr zum Gruße. Und auch hier ein Henker steht dahinter. Bereit zum Töten. Mal schauen. Ork, dafür werdet ihr bezahlen. Auch ihr antwortet mir ehrlich. Ihr bleibt am Leben. Lügt mich an. Und ihr werdet sterben. Ihr wollt mir Bedingungen diktieren, Schweinekind? Gebt mir mein Schwert zurück und ich werde euch ein sauberes Ende bereiten. Stellt eure Fragen. Belustigt mich. Lieber würde ich euch ein Schwert in die Hand drücken. Und mit euch im ehrlichen Zweikampf gegenübertreten. Wie, was waren König Renwicks letzte Befehle? Sagt, antwortet mir ehrlich. Er hat mir gesagt, dass ich tapfer sterben und so viele von euch wie nur irgend möglich mit mir nehmen soll. Seht ihr die Leichen, die um uns herum angehäuft sind? Ich habe meine Pflicht erfüllt. Mein König ist jenseits eurer Reichweite. Wir sind fertig mit Reden. Sie sind ein ehrbares Volk, diese Bretonen. Tapfer. Ihr habt meinen Respekt. Drago, ihr habt meinen Respekt. Wen haben wir noch? Verdammt. Eine richtige Schlacht war zum hier. Zum Gruße. Auch ihr zum Gruße. Wie geht es ihm? Ist er tot? Er atmet nicht mehr. Verdammt. Hier drinnen haben sie sie gestellt. Hallo. Schont eure Klinge, Ork. Wir haben uns euch ergeben. Antwortet mir auf meine Fragen. Warum droht ihr mir? Unsere Insel ist jetzt euer. Verschont uns. Verschont unseren König und lasst mich die Überlebenden ins Exil führen. Ihr habt mein Wort als Priesterin Arkais. Sie ist es. Kann ich ihr trauen?
Wenn ihr das hier wirklich beenden wollt, dann sagt mir, welche Zauber euer König ausheckt. Dann hört mir zu. Arkay zwingt mich, mein Schweigen zu brechen. König Renweg ist verzweifelt. Er sucht nach einer uralten Macht, die in den Ruinen verborgen liegt. Schriftrollen so alt wie die Insel raunen von einer schrecklichen Waffe. Einem Aileiden-Relikt. Er hat mir davon erzählt. Was genau macht diese Waffe? Sie beschwört eine Untotenarmee, die er, so befürchte ich es, nicht wird kontrollieren können. Diese Armee ist Arkay ein Greuel und sie wird nicht nur Orks töten. Ich liebe meinen König, aber ihr müsst ihn aufhalten. Er hat sich der Nekromantie verschrieben, aber ihr seid eurem Gott treu. Das ist gut. Auch ihr verdient meinen Respekt. Nun denn, weiter. Ich muss verflucht sein. Tote Orks, wo man hinschaut. Ein Kampf. Moment hier. Wer ist das? Grüße. Warum seid ihr auf unserer Insel eingefallen? Wir hatten keinen Streit mit euch. Wir sind Orks. Seht ihr das nicht? Antwortet mir. Ehrlich. Und ihr bleibt am Leben. Ich wurde von den Rittern großgezogen, die ihr besiegt habt. Sie haben mich gelehrt, tapfer zu sein. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Vater wird euch alle ins Reich des Vergessens verbannen. Diese ganze Familie. Sie ist tapfer. Nun ja. Euer Vater. Ich sage es euch. Er kann niemals beherrschen, was er gerade heraufzubeschwören versucht. Helft mir. Helft mir um Malakats Willen. Um eurer Götter Willen. Ihn aufzuhalten. Um Arkays Willen. Nein. Ihr würdet ihn nur ermorden, bevor er uns retten kann. Ich werde das nicht zulassen. Vater kennt eine geheime Macht, die von den Aileiden zurückgelassen wurde. Lass das nicht zu. Verdammt. Verdammt. Und nun? Was müssen wir noch machen? Wir haben doch jetzt mit jedem hier gesprochen. Oder haben wir noch jemanden vergessen? Was soll nur aus mir werden? So, wartet mal. Die haben alle keinen Pfeil mehr drüber. Moment mal. Moment. Ich spreche nochmal mit dem da hinten. Hallo. Wir haben das Kind des Königs. Lebt sie oder stirbt sie? Lasst sie weiterleben. Ja, ändert aber nichts an der Tatsache hier, ne? Wir hätten jetzt sprecht mit Prinzessin, sprecht mit Drago, sprecht mit Königin. Ja, wir haben wahrscheinlich noch nicht alles raus. Muss ich nochmal mit ihr sprechen? Warum seid ihr auf unserer Insel eingefallen? Eigentlich nicht, ne? Ich komme hier nicht weiter. Wollen wir mal schauen, was hier noch schief läuft. Ach, ich arme. Irgendwas läuft ja hier noch schief, ne? Alles wir klar? Haben nichts mehr zu diskutieren. Bestimmt. Ihr bestimmt euer eigenes Schicksal. Ja, das habe ich verstanden. Ja, ansonsten habe ich aber hier Grüße. Niemanden mehr. Befreit mich oder tötet mich, Ork. Langweilt mich nicht mit Worten.
Moment. Eventuell. Naja, und hier habe ich auch nichts mehr zu sagen. Oder hast du noch was zu sagen? Ich habe euch nichts mehr Nein. zu sagen. Du hast mir auch nichts mehr zu sagen. Ja, hat mir überhaupt noch hier jemand was zu sagen? Ja, schaut mal hin. Hier ist kein... Seid gegrüßt. Kann ich dem nicht irgendwas anderes hier? Wie lautet euer Wille? Richtet sie hin. Und... Nö, wollen wir nicht. Und wenn ich jetzt wieder rausgehe, was passiert dann? Nur mal als Gag. Ne? Weil hier passiert ja noch nichts mehr. Tja. Einige werden an diesem Ort erneut vergehen. Ah. König, hast du noch was zu sagen? Ihr habt meinem Volk seine letzte Ruhe wiedergegeben. Ja, meine Familie hat 9 Generationen lang über Betonien geherrscht. Diese Herrschaft fand an jenem Tag ihr Ende. Die Erinnerung hinter dir gehört Drago Aubertin, einem meiner tapfersten Soldaten. Betretet sie, findet Hauptmann Seliné und erfahrt unser Schicksal. Ja, das weiß ich ja. Aber... Ich hätte ja gern jetzt hier noch... Schau mal hin, der... Grüße. Ja, der braucht ja nicht, ne? Ja, was soll ich machen hier? Ich habe jetzt nun jeden und alle und überhaupt. Bitte, tötet mich nicht. Ich habe Gold, viel Gold. Tötet sie, sie weiß alles. Nö, nö. Göttlicher, rettet mich. Bandit, Schlechter. Ich habe keine Angst vor euch. Könnt ihr mir irgendetwas über König Renwicks Pläne verraten? Ich weiß nichts über seine Pläne. Ich dachte, Orks besäßen Ehre. Und nun bedroht ihr unbewaffnete Gefangene? Wir haben uns ergeben. Verlangt ein Lösegeld für uns, wie zivilisierte Leute. Ja, aber wir müssen König Renwick aufhalten. Er ist ein Nekromant. Er will die Armee einer Untoten heraufbeschwören. Sagt mir, wie ich ihn aufhalten kann. Primitiver Ork. Tut, was ihr wollt. Ich werde weder meinen König noch die königliche Familie betrügen. Wenn das Festland erfährt, was ihr getan habt, werden sie euch zerschmettern. Mag sein, mag sein. Was mache ich? Noch nie verspürte ich solche Angst. Befreit mich oder tötet mich. Ich wollte eigentlich mit dem sprechen. Kriegsrufer, lebt oder stirbt er? Ja, nix. Ich bin ein Kriegsrufer. Zum Gruße. Muss ich die jetzt wirklich hier umbringen? Mag ich nicht. Zum Beispiel bei dem... Ist ja kein Pfeil mehr drüber, ne? Aber die anderen... Vielleicht habe ich da die falsche Antwortmöglichkeit, ne? Also sprecht mit Königin. Sprecht, sprecht, sprecht. Optional Schild. Richte die Gefangenen hin, um die Geister zu befragen. Ach so. Tja. Ich glaube, ich muss da hinrichten. Das, sagen wir mal, das ist eine Vision, ne? Kummer und Verderben. Ich mag das immer nicht hier. Ich bin nicht so der Hinrichter. Ich möchte aber ehrlich mal wissen, wie es hier weitergeht. Ist natürlich Grüße. Blöd. Ich muss ja wirklich hinrichten lassen, ne? Ich meine, ich sag mal, ich bin's ja nicht, aber... ich hasse das. Verdammt.
meine, die Orks sind Orks, aber im ehrlichen Kampf, Mann gegen Mann, nicht so. Lass mal die Queste aus. Ja, ich kann's nicht. Hargut, unser Sieg ist nah. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Tja, der ist durchgekommen, ne? Wenn ich mich ein bisschen... Aber was hat er gemacht? Ich habe wahrscheinlich die falschen Fragen gestellt, ne? Schätze ich. Und niemanden kümmert es. Fragt man sich, was machen die, ne? Zum Gruße! Die sprechen noch nicht mal mit denen. Die gehen irgendwie an die zwei Fokuskristalle. Dann geht's los. Ich will rein! Die sprechen noch nicht mal mehr mit denen hier, ne? Schwerwiegend. Da kommen schon wieder zwei an. Vor allen Dingen, die sehen alle gleich aus, ne? Alle die gleiche Rüstungen? Ach, ich arme. Verrückt, oder? Verrückt. Ja, das war unsere heutige Folge. Ja, tut mir jetzt echt leid. Aber... was soll ich machen? Seid gegrüßt. Ich habe keine Chance. Ich habe echt keine Chance. Nicht die geringste. Ich habe keine Chance. Ich müsste dem hier... kann ich dem nicht sagen, nein? Wie lautet euer Wille? Lebt oder stirbt die Königin? Richtet sie hin. Aber da ist kein... lebt. Ich müsste irgendwo lebt noch einstellen. Mist. Mist. Hallo. Ja, dann. Mir egal. Macht, was ihr wollt hier.